Geh mir nicht auf den Sack. Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem neuen Album-Review. Heute geht es um eine Band, mit der ich mich immer schon was intensiver auseinandersetzen wollte. Ich habe von denen zwei Alben am Start, also hier in der Sammlung. Das war's dann bisher. Das ist jetzt das dritte Album, nämlich das neue Album von Steel Panther, On the Prowl. Darüber spreche ich heute mit euch. Ich hab mir das Ganze gerade eben in Gänze angehört, also komplett, ne? Und ja, erzähle euch jetzt so ein bisschen meine Meinung dazu. Also das Ganze, die Band Steel Panther ist, ja, wie nennt man denn das? Eine Spoof-Band, ja, die halt ganz bewusst sich nicht ernst nimmt. Sie kommen aus L.A. und ja, machen entsprechend Sleaze, Glam, Hair-Metal-Kram, ja. Es gab in den 80ern ja diese ganze Bewegung, zu der viele Bands gehörten. Die standen dann ja auch stilistisch im Krieg mit dem Thrash Metal. Ich mochte immer beide Genres, warum auch immer. Ich meine, da bin ich ja wohl irgendwie ein Ketzer oder was, ich habe keine Ahnung. Aber ja, so. Muss aber dazu sagen, ich habe das Hair Metal Genre bevorzugt. Ja, weil du da mehr mitgehen kannst, mehr mitsingen kannst. Thrash Metal war dann immer so, ja, zum Aggressionen rauslassen, sag ich jetzt mal, ne? So, und Steel Panther bewegen sich eben in der Stilistik, immer schon. Das erste Album kam 2009, das ist auch die ich halt habe, Feel the Steel. Da ist nämlich, ja, meiner Meinung nach ihr Hit drauf, Death to All but Metal. So, und dann kam das zweite Album 2011, drei Jahre später mit dem Titel Balls Out, das hierzulande indiziert ist. Ich habe aber auch dieses Album in meiner Sammlung, es wurde mir nämlich mal in irgendein Mystery-Paket mit reingepackt. Ja, sehr viele gute Songs drauf, rein vom Songmaterial per se, ja, aber halt indiziert. Jetzt fragt ihr euch, warum ist denn das indiziert? Ja, Steel Panther, das Songkonzept ist halt, das ist jetzt nicht meiner Meinung entsprechend, aber es ist so, die sind halt frauenfeindlich, die Texte. Als gäbe es in der Rockmusik keine frauenfeindlichen Songs. Ja, keine, oder sagen wir es, das heißt, frauenfeindlich, sexistisch, die Frau wird objektifiziert, ja, und irgendwelche Schneeflöckchen haben da bei Balls Out gemacht, das geht so ja gar nicht, und haben sich dann aufgeregt, und im Wikipedia-Artikel liest man sogar, dass sie sich durchaus vorstellen könnten, auch noch andere Alben von dieser Band indizieren zu lassen, ja, kam aber bisher irgendwie nichts, aber ja, naja. Das ist auf jeden Fall Fakt und ja, das Schade daran ist halt, dass ich aus diesem Balls Out Album, vor allem im Titeltrack, der ist halt sehr catchy, finde ich, im Radio nicht spielen darf, weil die indiziert ist. Komplett behindert, weil diese Band meint das nicht ernst, die nimmt sich selbst nicht mal ernst. Das ist eine Hommage an genau solche Texte. Okay? Oder eben an diese 80er, in denen das oft passiert ist. She's my cherry pie. Ja, von Warren zum Beispiel. Das ist ja auch eine Anspielung. Ja, aber egal, komm. Das ist jetzt ganz spontan, fällt mir das als Beispiel zum Beispiel. Ich wette, euch würden da noch tausende von Songs einfallen, die auch gar nicht vielleicht aus dem Hair-Metal-Bereich kommen. Und der oberkrasse Hammer daran, also die mega Doppelmoral dahinter ist dann, hört euch mal Deutschrap an. Und dann hört ihr euch die Texte von Steel Panther an. Ja. Und dann reden wir doch mal über Indizierungen, ja. Aber ja gut, es kamen dann noch weitere Alben. Ein Jahr später gab es British Invasion, dann gab es All You Can Eat. Ich glaube, dieses British Invasion, das war ein Live-Album, ich weiß es nicht genau. Ich habe die anderen halt alle nicht. Nach All You Can Eat kam nochmal ein Live-Album, dann kam Lower the Bar, dann kam Heavy Metal Rules 2019. Und jetzt haben wir das neue Album On the Prowl am Start. Und ja, viele hier Kritiker sind dann jetzt hier so, ja, das Konzept nutzt sich langsam ab, es ist nicht mehr lustig. Ja, hört ihr auch Musik oder geht's euch nur um die Texte? Ja, wo ich mich dann frage, warum setzen sich diese Menschen nicht mit der Musik auseinander? Du liest in keiner Review irgendwas zur Musik, zur musikalischen Ausrichtung, zur musikalischen Weiterentwicklung, die vielleicht stattgefunden hat oder so. Du hörst immer nur, ja, die Texte, die Texte, die Texte. Das ist ja alles nicht mehr lustig nach so vielen Jahren. Ja, die sind halt gefangen in diesem Ding. Es ist für die, glaube ich, auch so ein bisschen eine Zwickmühle. Hören sie damit auf, sind die Fans, die das trotzdem witzig finden, wieder enttäuscht. Das ist genau wie der Comedian, der immer wieder sein gleiches Programm abspult, immer wieder auf die gleichen Dinger schießt, immer wieder das Gleiche liefert und dann irgendwann einfach nur noch funktioniert. Und das ist dann immer so ein bisschen schade, aber ja, ist halt so.
Ja, ich werde jetzt hier meine Meinung zu dem Album ganz losgelöst von der textlichen Seite sagen, einfach. Ja, obwohl eine Textpassage gibt es hier, die fand ich dann doch ganz witzig, die werde ich dann noch mal kurz was zu sagen. Die Band setzt sich zusammen aus folgenden Musikern: Da haben wir am Mikro Michael Starr, an der Gitarre Satchel, Bass Spider mit Y, der ist jetzt wohl neuer Bassist, und wir haben Styx Zandinha am Schlagzeug. Außerdem haben wir hier noch einen Gast am Start, aber da komme ich dann noch zu. Habe ich mir, glaube ich, gar nicht notiert, ich Idiot, ne? Hoffentlich vergessen. Nee, doch, habe ich notiert. Ich habe es extra notiert. Gut. Ja, gut. So, und da kommen wir dann jetzt zu. Aber erstmal zur Optik. Ein bisschen heller. Aber bringt das überhaupt was? Das ist das Covermotiv. Sieht halt aus wie so eine Airbrush, Chrome-Style, Retro-Farben, Neon-Farben-Style Arbeit. Ja, wir sehen hier halt den Steel Panther, wenn man so will. Also den Panther aus Stahl, ja. Der hier über so eine Neon-Stadt kriecht. Im Hintergrund ein Purple Moon. Irgendwie hier noch eine Rakete, die irgendwie, warum auch immer, startet. Hier hinten sehen wir noch eine Supernova oder was ist das da? Explodiert irgendwie ein Planet oder was ist da los? Ja, hat aber was. Ich finde es okay, das Cover. Ja, das ist der typische Steel Panther Schriftzug. Ja, und dann da auch gleich dieses On the Prowl am Schriftzug dran. Ist in Ordnung, ja. Hinten drauf in Neonschrift, in so einem, wie nennt sich diese Art Blocksatz überhaupt? Keine Ahnung. Ja, gesetzten, die einzelnen Songtitel kann man gut lesen, hatte ich jetzt keine Probleme mit. Wenn man das Ganze aufmacht, ist ein Digipack natürlich, ne, weil muss ja immer noch die Welt retten. Hier haben wir das Labelprint, das einfach das Covermotiv praktisch nochmal zeigt. Unter dem, nee, nicht unter dem. Hier haben wir ein Bandfoto, ne, mit den Musikern. Ja, sehe ich jetzt auch hier mal die ausführlicheren Namen. Styx, nee, nö, stimmt nicht, stimmt nicht. Spider und Satchel heißen nur Spider und Satchel offenbar. Gut, dann haben wir hier das Booklet. Das zeigt hier den Panther abgeschnitten. Ja, wenn man es aufklappt, sieht man mehr. Warum? Naja, es ist ein Poster, ja, wenn man so will. Und das ist ein bisschen ungewöhnlich, und das ist auch mein größtes Problem mit diesem Album. Warum? Was habe ich denn für ein Problem mit dem Poster? Ja, hier drauf die Lyrics stehen. Zusammengekackt, dass du es dir nicht durchlesen kannst. Was soll so eine Scheiße, Mann? Ja? Das ist doch, ja, ich meine, das Symbol hier, ne? Alles klar. Aber ja. Junge, das ist so klein gedruckt. Könnt ihr da irgendwas lesen? Ich meine, gut, jetzt hier vor der Kamera in super, super gutem Licht, wahrscheinlich ja. Aber wenn ich hier so sitze, keine Chance. Keine Chance. Glücklicherweise verstehst du hier jedes Wort, ja? Du musst es ja jetzt nicht unbedingt lesen. Das kommt ein bisschen sogar so rüber, als hätten wir vielleicht Angst. Ja, drückt jetzt mal nicht zu groß, sonst werden wir wieder indiziert. Ich weiß es nicht. Egal, aber dafür Minuspunkt. Tut mir leid. Tut mir leid. Dieses Booklet tut mir leid. Nein. Ja, so. Jetzt kommen wir zum Kern. Jetzt kommen wir zu der Lala, ne? Zum musikalischen Part. Also das Ganze beginnt mit Never Too Late to Get Some Pussy Tonight. Oder auch nur Never Too Late. Da verlinke ich euch ein Video unten zu. Da könnt ihr euch das Ganze auch mal anhören. Da werdet ihr auch gleich hören. Ja, das hat schon einen guten Produktionssound. Ich weiß gar nicht, welches Label ist denn das überhaupt? Ja, warum soll denn auch ein Label draufstehen? Das ist ja, Labels sind ja überbewertet. Steht tatsächlich kein Label drauf. Was ist das denn? Das habe ich noch nie gesehen. Bin ich jetzt gerade blind oder? Seht ihr hier ein Label? Egal. So. Es ist halt gut produziert, es hat einen guten Sound, du kannst nicht viel meckern. Ja? So. Es steigt ein mit Keyboards, da kommt ein stampfender Beat dazu, ein Schlagzeugbeat, wechselt dann aber in einen rockigen Drive, hat dann ein rockiges Tempo, und dann kommt halt der Gesang dazu, und der Typ hat halt wirklich eine coole Stimme, die sich eben ausrichtet an so Van Halen, David Lee Roth, bisschen Bon Jovi, bisschen Steven Tyler. Und da kommt noch ein bisschen was anderes dazu, da komme ich dann aber beim entsprechenden Song noch dazu. Du hörst halt hier und da so schon die Einflüsse raus, ja. Der Song hat einen simplen Refrain, coole Riffs und ein melodisches Solo und ist insgesamt ein guter Opener. Ja. Die nächste Nummer ist dann Friends with Benefits. Auch dazu verlinke ich euch unten ein Video. Hat ein schönes Startriff, wozu dann, also erstmal hört man nur das Riff und dann kommen so einzelne Drumbeats dazu. Ich mag diesen klassischen Glam, Sleaze, Hard Rock Aufbau, ja. Es gibt melodische Mid-Tempo-Strophen mit so einer gezupften Gitarre während der Strophen, einen simpel gehaltenen Refrain, der aber wieder gelungen ist, und auch das Solo ist wieder gelungen. Dann gibt es einen kleinen Part nur mit dem Riff und den Drumbeats dazu und ein weiteres Solo ganz kurz am Ende noch. Damit endet der Song, so ein ganz kleines Solo nochmal extra so, ne? Als Finale oder so, keine Ahnung.
Dann kommt der Song On Your Instagram. Auch da verlinke ich euch ein Video. Das ist gut, denn dann hört ihr auch mal die Power-Balladen-Seite der Band. Das ist nämlich eine Ballade, mehr oder weniger. Also es steigt ein mit einer balladesken Strophe und wird dann im schönen gemachten Refrain, der auch ganz gut im Ohr hängen bleibt, finde ich, zu einer Powerballade. Entsprechend hymnisch ausgerichtet ist dann auch das Gitarrensolo. Es gibt eine kleine Strophenbridge vor dem letzten Refrain. Also auch da passiert ein bisschen was. Das war jetzt die erste Abwechslung zu diesem Standard Sleaze Glam Hard Rock Style 80s Kram. Obwohl auch die Ballade da sich einfügt, stilistisch in diese 80s. Das gab es ja auch damals halt schon, solche Balladen der Art. Der nächste Song ist dann Put My Money Where Your Mouth Is. Steigt mit einem geilen Sleaze Riff ein, auch wieder mit einzelnen Drumbeats, das mir gut gefallen hat. Hab mich ein bisschen so, ja, grob an Motley Crue oder so erinnert, so Dr. Feelgood Phase, so ein kleines bisschen. Es gibt direkt dazu ein Gitarrensolo. Wir haben auch hier wieder einen simplen aufgebauten Refrain und ein schönes, ja, Feel-Good Uplifting Solo in dem Fall, finde ich. Und der Sänger klingt hier tatsächlich ein bisschen wie Gary Cherone von Extreme zu alten Zeiten noch. Extreme haben sich weiterentwickelt, sag ich mal, aber da komme ich an anderer Stelle nochmal zu. In einem anderen Review nämlich. Ich habe die nämlich da. Aber ja, so, die neue von denen. Aber ja gut, dann kommt der nächste Song, 1987, also 1987, da habe ich mir jetzt einiges von erhofft, weil das eine Hommage an eben dieses Jahr ist und an die entsprechenden Bands, was dann auch zu der für mich Schmunzelzeile des Albums führte. Ja, aber da komme ich noch gleich zu. Also es steigt ein mit einer balladesken Strophe, in der eben diese Zeile dann auch fällt, aber da komme ich gleich im Abschluss nochmal zu, also im Abschluss zu dem Song hier, ja. Es kommt ein hymnischer Refrain dazu. Es haben wieder eine Powerballade, wieder ein Song im Powerballaden-Style und auch hier wieder guter Solopart, der dazu passt. So, und diese Strophenpassage am Anfang ist halt Poison looking so damn good, I wonder if I was gay. Und da musste ich halt schmunzeln, weil es mich an eine alte Geschichte erinnert, die ich an der Stelle gerne nochmal erzähle, für die, die neu dazugekommen sind vielleicht. Ja, mein bester Kumpel und ich, haben bei mir zu Hause in meinem Zimmer gesessen, in meinem Jugendzimmer, ne? Und er wohnte ja mit seinen Eltern zusammen und die haben eine Bäckerei geführt und oben drüber hatten die ihre Wohnung und auch hinter der Bäckerei, also es war ein Haus mit einem Stockwerk und einem Dachboden drüber noch, ne? So, und er hatte sein Zimmer oben und da lag meine Poison-CD, das Album Look What the Cat Dragged In, das Debüt der Band. So, und wir haben es immer gerne gemacht, da haben wir uns immer hingesetzt und haben dann einfach versucht, aus dem Kopf von den Alben, die wir rauf und runter gehört haben, aus dem Kopf alle Titel zu nennen. Und das haben wir dann auch gemacht. So, und es gab damals ein Phänomen, ich weiß gar nicht, ich müsste da eigentlich mal drauf achten, wie es heutzutage so ist. Hier ist es nicht so, das sehe ich jetzt gerade hier. Ja, aber ja, es gab damals ein Phänomen bei Alben, die uns gefallen haben. Der geilste Song oder einer der geilsten Songs war immer Nummer 6. Also die Songzahl Nummer 6, die Titelzahl Nummer 6 war meistens der geilste oder einer der mitgeilsten Songs, ja. Und ich war mir fest überzeugt, dass es auf der Look What the Cat Dragged In, der Song Talk Dirty to Me ist, der uns auch auf Poison brachte. Da haben wir nämlich auf MTV das Video zugesehen, fanden das gleich geil. Mein Vater hat sofort die ersten drei Alben bestellt, die gab es, wo er seine CDs bestellt. Er hatte da immer irgendwie so einen Katalog, richtig wie so ein, ja, wie diese Comic-Kataloge, die es auch gibt, so. Ich komme nicht drauf, wie das Ding heißt. Dieses dicke da. Egal. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. So, und ich war mir der festen Überzeugung, dass das der ist. Und das stimmte dann auch am Ende. Aber wir waren uns nicht sicher. Deswegen rief mein Kumpel seinen Vater an. Und der ist so ein bisschen liebenswert torsig, sage ich jetzt mal. Ganz, 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 ganz freundlich gemeint an der Stelle. Ja. Und der hat dann halt, Sönke heißt mein Kumpel, der ist dann halt, ja, Vater, kannst du mal raufgehen in mein Zimmer, vor der Stereoanlage liegt die CD von Tommy, die Band heißt Poison, kannst du uns sagen, wie Lied Nummer 6 heißt? So, jetzt gab es keine Handys und auch keine Mobiltelefone, also musste er den Hörer zur Seite legen, der Vater, nach oben laufen, nach unten laufen, der hatte in etwa die Ausmaße von unserem Reini oder mir, noch ein bisschen mehr sogar, deswegen schnaufte der natürlich wie eine Lok, als er wiederkam. Und fragt Sönke, meinst du die CD mit den hübschen Mädels drauf? So, ihr könnt ja mal googeln. Poison, Look What the Cat Dragged In und dann guckt ihr euch das Covermotiv an, ja? Wir mussten so hart lachen. Ja, sagt Sönke, die CD mit den hübschen Mädels drauf. Talk Dirty Tome. So, und dann wussten wir es, ne? So, also, das war halt so ein richtiger Lach. Das ist eine Geschichte, die wir uns heute immer wieder gerne mal so erzählen. Ja, obwohl heute nicht, weil der Mensch meldet sich ja nicht mal bei mir, aber egal.
Dinge passieren halt. Das Leben geht immer irgendwie weiter, ne? Gut. Und da musste ich dran denken, Poison looking so damn good, I wonder if I was gay. Ihr hübschen Mädels, ne? Aber ja gut. So, dann kommt der nächste Song. Teleporter, fetziges Riff am Anfang, treibend rockig in den Strophen, passabler Refrain, würde ich jetzt an der Stelle hier sagen. Das Solo sitzt erneut gut. Ja, also es passt eigentlich alles soweit. Der nächste Song ist dann Is My Dick Enough? Und hier haben wir den Gaststar dabei, nämlich Dweezil Zappa. Der steuert hier seine Gitarre dabei. In welcher Stelle, ob er das Solo spielt oder auch das Hauptriff, konnte ich jetzt nicht eruieren, aber ja. Steigt mit einem sehr groovigen Riff ein. Bewegt sich so im schleppenden Mittempo-Groove von der Geschwindigkeit her. Hat auch ein gutes Solo soweit und auch der Refrain ist gut. Ja? Und es gibt hinten raus nochmal ein weiteres kurzes Solo, sag ich jetzt mal. Ja? Ich denke mal, er hat die Solo-Gitarre gespielt. Oder eins der beiden Solos, keine Ahnung. Soli, wie sagt man? Egal. Dann kommt Magical Vagina. Ja, die Titel sind halt, das ist halt der Running Gag der Band, auf dem sie für immer festsitzen werden wohl. Ja. Wobei ich meiner Meinung nach, um mich kurz vielleicht mal zu den Lyrics zu äußern, man kann das ein bisschen verfeinern. Ich glaube, man kann das ein bisschen mehr mit einem Augenzwinkern und durch die Blume ausbauen, wenn man sich da Mühe macht. Kann ich mir vorstellen. Ja. Aber ja, gut. Magical Vagina steigt erstmal mit so einem Droning-Synthesizer-Sound ein, dann geht's los. Chillig und leicht balladesk gehaltene Strophen, aber es ist keine reine Powerballade, sondern eher wie so diese gechillten Def Leppard-Nummern aus der Hysteria-Phase, ja. Mit diesen hochgestimmten Ding, 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 Gitarren. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Dieses gezupfte Hohe. Das kommt hier so ein bisschen durch. Hat auch einen melodischen Refrain. Im Refrain wird es dann auch ein bisschen in Anführungszeichen härter oder rockiger, wie man es dann nennen will. Und es gibt auch ein passendes Solo dazu. Dann kommt All That and More. Steigt mit einem Mid-Tempo-Drumbeat allein ein, so ein bisschen Synthesizer dazu. Dann kommt eine ganz coole Strophe mit dazu, mit so ganz dezenten Riffs, aber nicht balladesk, sondern einfach ein bisschen zurückgehaltener, ja, an und für sich. Es gibt einen hymnisch geratenen Refrain, oder sagen wir etwas hymnischer ausgefallen, dieses All That and More, wo es dann auch etwas rockiger wird, na, wenn man es ja so will, mit einem guten Groove, würde ich dann eher sagen, und wieder ein cooles Solo mit dabei. Ja, dann kommt One Pump Chump. Steigt mit einem fetzig wilden Riff ein. Bleibt auch treibend rockig. Er hat einen sehr simplen Refrain, der sich immer wieder wiederholt. Und eine melodische Mid-Tempo-Strophen-Bridge haben wir auch dabei, die dann als Übergang dient zum Solo des Songs. Dann kommt Porn Star. Porn Star steigt direkt mit einer balladesken Akustikstrophe ein. Mit einem auch der erste Refrain wird komplett im Akustikbereich vorgetragen, dann aber kommen langsame Drums dazu und als dann der weitere Refrain ein zweites Mal dazu kommt, sind auch Riffs mit dabei und das Ganze wird dann wieder mal zu einer Powerballade, ne, die dritte Powerballade am Start und mit den ganzen Riffgekröse dabei kommt der Refrain auch besser als am Anfang und es gibt auch ein passendes Gitarrensolo natürlich entsprechend einer Powerballade ausgerichtet, ne. So, dann haben wir den vorletzten Titel Ain't Dead Yet. Ja, das ist die balladeskeste Ballade auf dem Album. Das ist nämlich eine reine Akustik Song, ja. Einfach nur balladeske Akustikgitarre und Strophe. Der Refrain ist so ein bisschen, naja, hat mich jetzt nicht wirklich, ist jetzt nichts hängen geblieben irgendwie. Ja, bleibt halt ohne Schlagzeug der Song, hat dafür aber ein nettes, verzerrtes Solo. Das ist ganz gut, kann man sich so anhören, ja. Ja, dann kommt der Rausschmeißer Sleeping on the Rollaway. Steigt ja, so im beschwingteren Mittempo, sag ich mal, ein. Rockt also gut vor sich her, die Nummer. Hat einen netten Refrain, aber auch jetzt wieder nicht allzu memorabel. Ja, hat aber dafür ein schönes Solo, also technisch auch wieder okay. Ja. Ja, und das war's dann mit On the Prowl von Steel Panther. Der wieder mal ein weiteres Album in meiner Sammlung, das keinen Titeltrack hat, aber naja. Wahrscheinlich nicht ihr stärkstes Album. Ich muss aber dazu sagen, dass ich mich mit den anderen Alben, abgesehen von den ersten beiden, nie groß befasst habe. Ja. Aber rein musikalisch betrachtet ist es das, was man ja bekommt, wenn man einfach nach einem moderneren Hardrock, Sleazerock, Hair Metal-Geschichte sucht. Es ist eingängig, es hat nette Riffs dabei, es hat auch Abwechslung dabei. Es gibt einige balladeske Teile, es gibt einige rockige Teile, es gibt Mid-Tempo-Bereich-Teile, es gibt eingängige Refrains mit dabei. Allerdings die ganz große Innovation, der ganz große Hit fehlt. Es ist einfach so. Da ist jetzt keine Nummer dabei, wo ich sage, oh ja, komm, den mache ich mir jetzt nochmal an. Ja? Das fehlt mir hier so ein bisschen, mir persönlich. Ja? Wie ist eure Meinung dazu? Kennt ihr Steel Panther? Und wenn ja, wie ist eure Meinung zum neuen Album?
Oder seid ihr immer nur, ach, du hast so einen Schaden, das ist das beste Album, was sie je gemacht haben? Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber wenn ich dann schon wieder Rezensionen lese wie bei Metal.de, wo von vornherein in den ersten Zeilen zu lesen ist, ja, ich mag die Band ja sowieso nicht, wo ich mich dann frage, wie kommt das zustande? Sind das Pflichtreviews bei denen? Kriegen die irgendwie auf dem Redaktionstisch, wahrscheinlich per E-Mail, ja, die Aufforderung so, du machst jetzt das Review zu der und der Band, oh nee, doch nicht zu der, oh, dann kann ich mir das ja, dann kann ich es ja nachvollziehen, ja. Ich bin der Meinung, ein Redakteur sollte sich seine Alben auch aussuchen dürfen. So ist das nämlich bei uns bei Metal Only zum Beispiel. Da kann ja nicht allzu viel schief laufen. Wenn das Album dann halt wirklich kacke ist, dann hast du aber auch von einem wirklichen Fan oder zumindest Fan des Genres die ehrliche Meinung, dass es kacke ist. Und nicht von jemandem, der von vornherein sowieso eine Anti-Haltung hat. Ich finde das daneben. Ja, aber ja gut. Ist auch nur meine Meinung. Ich bin nämlich kein Fachredakteur. Ich mache das nur im Ehrenamt alles aus. Just for fun. So. Also dieses schriftliche Ding meine ich jetzt, ne? Und auch das hier ist ja nur Gebrabbel von einem fetten Metalhead. Ja, Metalheads kann man ja, habe ich neulich gehört, nicht ernst nehmen. Seit Rainer Winkler kann man keinen Metalhead ernst nehmen. Okay. Ja. Nimmst lieber Leute hier ernst, die Elektro hören. Also im Grunde keine Musik, was ist nur runterprogrammiert. Ja, keine Menschen, die sich ernsthaft musikalisch mit ihrem Instrument beschäftigen und lange üben und lernen und einen kreativen Prozess gemeinsam in der Gruppe im Proberaum haben, um dann einen Song zu kreieren. Die kann man nicht ernst nehmen. Nein, nein, du kannst natürlich nur Leute ernst nehmen, die irgendwie... hören, oder was? Hier. Kann ich wiederum nicht ernst nehmen. Es ist für mich keine Musik. Es ist in 2 Minuten runterprogrammiert, 3 Loops übereinander gezogen. Vielleicht war irgendwie einer kurz, der neue Hit ist kreiert. Kannst du dir halt nicht ausdenken. Aber ja, gut. So, aber es ist auch nur meine Meinung, ist auch alles Geschmackssache. Von daher, alles gut, ne? Wir haben uns alle lieb. Ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr als nächstes schaut. Und bis zum nächsten Mal sage ich wie immer, farewell.